Kenntnisse, was ja, was die Vereinfachung vom Schreiben asynchroner Programme angeht, was uns im letzten Projekt ja, euch so präsentieren und zu schauen, ob es vielleicht Feedback gibt, ob es Diskussionen gibt oder euch auch vielleicht bei den nächsten Projekten damit mit unseren Sachen, die wir herausgefunden haben, ein bisschen helfen zu können. Der Name ist vielleicht ein bisschen sperrig und der Vortrag, der ist auch, die Folie soll noch Englisch gehalten. Ich hoffe, mich rutscht da nicht so sehr an irgendwelche englischen Vokabeln die ganze Zeit ab. Wenn da irgendwie Missverständnisse entstehen, dann lieber schnell reinrufen und Fragen stellen. Ja, also im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir festgestellt hatten, in einem letzten Projekte bei PC Visit, der eine oder andere kennt es vielleicht, weil es ist eine Firma, die aus Dresden kommt. So was Ähnliches wie TeamViewer, nur ein bisschen besser und geschickter gemacht. Das ist schon ein bekannter TeamViewer. Und zwar ging es darum, dass wir praktisch dort eine Art kleine Serveranwendung gebaut haben, die halt sehr viel mit dem Server interagiert und wir auf der Client-Seite, jetzt habe ich es wiederum geschrieben, sehr viele Probleme halt damit hatten, die ganzen Events von der Serverseite ordentlich zu verarbeiten, sodass der Code eigentlich noch leserlich bleibt. Und das ist das Ganze, was hier dahinter halt hier verbirgt, dass wir praktisch hier nach Wegen gesucht haben, eigentlich mit den bestehenden Mitteln und Tools, die C++ jetzt schon zur Verfügung stellt, Software zu entwickeln, die es trotzdem erlaubt, statt in so einer Codeback-Hölle in normalen Sequenz heruntergeschriebenen Programmen arbeiten zu können, inklusive aber der Fähigkeit halt, asynchrone APIs zu verarbeiten. Der ganze Vortrag sind vier Segmente halt gegliedert. Es geht natürlich erstmal damit los, was überhaupt das Problem halt dahinter ist, damit wir alle gemeinsames Verständnis davon haben, warum das Ganze eigentlich sich dreht und was eigentlich hier gelöst werden soll. Danach will ich ein bisschen darauf eingehen, wie die Lösung, die wir gefunden haben, das Problem lösen kann, also die Hauptelemente von der Bibliothek sind, wie das Ganze funktioniert. Und ich versuche auch zu erklären, was eigentlich das Ganze halt zusammenhält. Es gibt danach so ein paar Tipps, was die nächsten Schritte sein könnten, wenn das Ganze auf Interesse halt stößt. Es gibt einen Ausblick, wo wir eigentlich das Ganze halt weiterhin entwickeln wollen. Und ja, am Ende natürlich gibt es eine Zusammenfassung, die Möglichkeit, Fragen zu stellen und vielleicht auch eine Diskussion über das Thema zu machen. Ich fange mal an damit, so eine typische Situation halt zu schildern, mit einem Beispiel, wie das halt jeden Tag eigentlich passieren kann, wenn man im Büro sitzt. Und das ist ein Beispiel dazu gedacht, dass es den ganzen Vortrag ja eigentlich so begleiten kann, um verschiedene Sachen zu illustrieren. Das wird immer wieder auftauchen in dem Vortrag. Man kann dann Sachen halt ja, ein Beispiel dokumentieren und auf verschiedene Art und Weise dann die Probleme, die mit dem Beispiel auftreten, hier auch lösen. Jetzt war das Ganze halt los. Wenn man ein bisschen lauter reden, das ist tatsächlich relativ schwer zu verstehen, aber kann man lauter drehen? Ist das eigentlich an hier? Das wird nie auf die Lautsprecher gelegt. Ach, das wird nur auf die Wenn du so versuchen, über die Kursanlage. Ja, eine halbe Stunde ist auch bei mir. Versuch es erstmal lauter. Und zwar, normale Situation: man sitzt im Büro am Schreibtisch, der Produktdrohne kommt da halt rein und hat eine neue Idee von seinem Kunden mitgebracht. Der Kunde wünscht sich in dem Fall eine Funktion, wo er ein Screenshot gemacht hat, von seinem aktuellen Desktop. Der Screenshot ist jetzt im Clipboard drin und dann möchte er auf den Knopf drücken und will, dass dieser Screenshot automatisch in eine Art URL, eine Referenz umgewandelt wird, dass der das Ganze halt weiterverwenden kann. Ja, wie wird er mal vorgehen? Ups. Es scheint noch irgendwas kaputt zu sein. Das sieht gut aus. Und das Problem scheint vielleicht zu sein, dass wir bei der Anwendung vergessen haben, mit der Anforderung. Es muss natürlich sicherlich gewährleistet sein, dass die UI die ganze Zeit ohne irgendwelches Haken und Hängen weiter ansteuern wird. Gucken wir, ob das klappt. Genau, die zweite Anforderung, ganz wichtig. Die Oberfläche hat die ganze Zeit reaktionsfähig zu sein und dann sie halt nicht mit irgendwelchen Problemprozessen konfrontiert zu werden. Und das, denke ich mal, ist ein ganz wichtiger Punkt, was eigentlich heutzutage jeden, der irgendeine Art von moderner Anwendung entwickelt, ja, betrifft. Die Kunden wurden gefordert, dass die Oberflächen oder die ganze Applikation also sozusagen reaktiv und eingreiffähig bleibt. Auf mobilen Anwendungen ist es fast noch kritischer als auf Desktop-Anwendungen, aber selbst da kann man eigentlich nicht darauf verzichten. Und was ja die Reaktionsfähigkeit das auf der Client-Seite ist, ist wieder Stichwort Ressourcenauslastung auf der Serverseite. Das heißt, man kann schon jetzt in
zusammenfassen, dass asynchrone Fähigkeiten heutzutage vom Entwickler ganz normal gefordert werden. Es ist halt ein Standardwerkzeug oder eine Standardanforderung der Applikation geworden. So, wie wird man das Ganze umsetzen? Hier nur ganz kurz grob skizziert, damit wir alle vom selben ansprechen. Jetzt habe ich ja nichts zum Zeitraum. Genau, also das Beispiel ist gehalten an der QT-Anwendung und zwar wird es loslaufen. Der Nutzer klickt natürlich sinnvollerweise, um das Ganze halt zu stoppen. Wir laden mit dem Clip, wir finden das Image mittlerweile hat geklickt. Wir benutzen dann deinen Thread-Pool, um mehr oder weniger halt ohne den Hauptthread zu blockieren, das Ganze halt erstmal Tempo das Thread zu speichern. Das temporäre File wird dann halt hier, das ist halt so Genius, eine Art QT-Service, vielleicht hätten wir schon mal gesehen, wo es in den Video gekommen, wo Q eine Art Framework oder eher so eine eher Dienstleistung anbietet, um das ja eigentlich mehr oder weniger ist eigentlich ein Frapper zum S3 von Amazon, was Qt anbietet, zusammen mit ein paar Libraries. Und es relativ einfach in Qt einbinden zu können. Das ganze Thema ist halt Engineering. Dort muss es halt dann als nächstes vorbereitet werden. Es wird praktisch vorbereitet, dass dann als nächstes ein Fehlerlösung stattfindet. Hier haben wir halt praktisch den Lokalpunkt schon verlassen. Es wird aufgefordert, dann den Upload zu stoppen. Die nächste Aktion besteht dann darin, aus dem hochgeladenen Artefakt hier eine URL, öffentliche URL zu erzeugen. Wenn die URL vorhanden ist, wird dann hier noch ein Drittdienst eingebunden, der dann in der Lage ist, aus der Lang-URL eine Short-URL zu erzeugen. Und wenn das Ganze halt zurück ist im Main-Thread, wird das Ganze halt immer genommen und dann ist kopiert. Und voilà, jetzt ist dann die Anforderung vom Kunden erfüllt auf die Art und Weise. So, wie könnte es zum Beispiel mit den heutigen Tools eigentlich aussehen? Das würde man halt programmieren. Und was man halt sieht, ist eigentlich schon relativ viel Code. So ein bisschen zu erklären, weil nicht jeder das vielleicht zu füllen mit der QT, mit den QT-Fähigkeiten, die hier verwendet werden. Und zwar hier kommt schon rein so eine Art Model, das kommt von QT, wo man das erfährt, was unser Bildbeschreib anhängen würde. Man sieht da aber jede Menge Artefakte, Technik-Artefakte, die von QT durch die Gegend fliegen, inklusive hier zum Beispiel ein Aufruf, wo ich das erwartete Ergebnis, was ich aus dem was zum Anführen zurückbekommen mit der Nachfolgeoperation verknüpfen muss. Und was wir hier damit eigentlich auch erkennen, sind auch die eigentlichen Probleme, die aktuell in so einer Art von Programmierung drin stecken. Und zwar vermute ich jetzt hier, wenn ich das halt so schreibe, die verschiedensten Aspekte von meinem Programm. Ein Punkt ist natürlich, was man hier sieht, wir programmieren explizit den Programmflow in die ganze Anwendung halt rein, was normalerweise halt idealerweise früher mal von Compiler gemacht worden ist, in Zeiten, wo ich das noch nicht mehr hinschreiben konnte, das Programm. Hier auf einmal muss ich das explizit reinprogrammieren. Und es wird halt sichtbar, wie es natürlich die Menschen und Verwaltung verstehen, was passiert. Gerade bei QT ist das Problem, ich fange an, dass ich genau gucken muss, was eigentlich mit den Ressourcen passiert, die QT mir aufhalst, um damit umgehen zu können. Ich muss praktisch hier noch die Lebenszeit in dem Fall von diesem Netzwerk gewählten Menschen. Ja, wenn man dann ein bisschen Glück hat, hat man vielleicht noch Platz und kann wirklich mal ein bisschen Applikationslogik das Ganze mit reinschreiben. Zwischen diesen ganzen paar Sachen, die sich eigentlich nur mit Technik beschäftigen und mit der Infrastruktur, die dahinter steckt. Das war so der Ausgangspunkt, wo wir halt uns eigentlich Programm angeguckt haben und haben am Ende eigentlich festgestellt, dass wir von dem, was der Kunde eigentlich will, vielleicht 10-15% Code hinschreiben und der ganze Rest beschäftigt sich eigentlich mit der Menschen der Infrastruktur und dem Verknüpfen und Beschreiben der eigentlich Programmlogik. Was normalerweise idealerweise komplett vom Compiler gemanagt und im Hintergrund reden sollte. So, also haben wir uns gefragt, wie können wir das Ganze halt verbessern und etwas vereinfachen. Und wir haben erstmal geguckt, was bietet denn eigentlich der aktuelle C++11-Standard, um aus dem Problem die Probleme ein bisschen zu vereinfachen. Und wenn man reinguckt, die meisten werden es vielleicht kennen, gibt es dort das Future-Konzept. Etwas umgesetzt im C++11.
anschauen. Ich reiße es mal ganz kurz. Ups, das war zu schnell. Und zwar geht es dann dort an der Stelle darum, dass halt ja mit dem Future Medivacle hier ein Versprechen zurückliefert, dass wir mit einem Ergebnis arbeiten können, was erst in Zukunft ja, sich materialisiert. Es ist praktisch ein Versprechen, dass aktuelle Arbeit abgeschlossen werden wird, die ein Ergebnis für die Zukunft verwenden können. Das Problem hat halt eine aktuelle Implementierung den Haken, dass es keine Möglichkeit gibt, auf das Ergebnis zu warten, ohne ein aktuelles Thread zu blockieren. Das heißt, das, was wir eigentlich wollten, dass wir sagen können, wir schicken halt eine Arbeit los, irgendwann kommt die halt dann zurück, wir arbeiten mit dem Ergebnis weiter. Ist schlicht und ergreifend, dass wir eben bis 11 Stunden, wie dort die Fusions implementiert worden sind, nicht möglich. So wie das hier gerade auch noch aufgebaut ist, ist das Ganze halt sogar noch schlimmer. Es ist nicht nur so, dass wenn ich so ein Future benutze, das Replant blockiert, wenn ich das Ergebnis abhole und das Ergebnis vielleicht noch nicht da. Da der, das Ergebnis auch abholt, wenn ich das Ganze zerstöre, reicht es schon aus, einfach das Future mir halt zu holen und einfach nur das Ganze aufzurufen, das Future irgendwie zurückgeholt. Es wird zerstört und dann fängt er an, auf das Ergebnis zu warten. Das heißt, selbst dann wird es blockiert, aber wenn ich mir das nicht mal herausgeholt und dann extra notiert habe. Das heißt, für unseren Zweck ist es zwar mehr oder weniger unbrauchbar, dass wir weitergeguckt haben, dass es da Möglichkeiten gibt. Und wir sind zunächst mal fündig geworden in der Boost-Bibliothek. Dort gibt es halt zumindest eine Erweiterung von der, von dem Future-Gedanken. Und zwar in der Art, dass das Future dort halt schon eine Art Event auslösen kann, in dem Moment, wo das Ergebnis angekommen ist. Das heißt, auf die Art und Weise kann ich halt dort die Futures miteinander halt sozusagen konkatenieren und kann mir, ja, in dem Fall halt jetzt, das ist natürlich mit Z ausgedrückt, den Programmflow als eine Kette von Aktionen aneinander hängen und auf die Art und Weise zumindest mir blockierungsfrei diesen Programmfluss definieren. Aber das Problem natürlich habe ich hier trotzdem, wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt, was passiert, wenn es mehr als eine Aktion halt hier sein soll, dass ich halt auf einmal eine sehr vernetzte Struktur von Aufforderungen hier in meinem Programm auf einmal habe. Es ist zwar etwas besser als ein völlig blockierter Aufruf von dem Future, aber ein frei programmierter Programmflow sieht trotzdem noch etwas anders aus. Und wenn man das Ganze halt ein bisschen weiterdenkt, ist es mal jetzt erspart, das halt auch hinzuschreiben, was passiert, wenn ich hier Sachen wie if-then oder eine Loop arbeiten will. Es ist zwar möglich, habe ich Beispiele kurz gefunden bei Microsoft, aber es sieht dermaßen kompliziert aus, dass ich mich vorstellen, also dass ich eigentlich persönlich niemanden kenne, der halt A so schreiben würde oder B es überhaupt nicht verstehen könnte, was da dann steht. Also ging für uns erstmal die Suche halt weiter. Wobei natürlich ja zum Thema ist auch das Vorteil, mal zurückzukommen. Wir jetzt eine ganze Menge Sachen gesehen haben, wie es eigentlich nicht funktionieren kann. Und wo wir sukzessiv um das Problem zu lösen, von dem alten Paradigma, wir wollten eigentlich Clean-Code schreiben, sind immer weiter halt entfernt. Ganz am Anfang bei dem Beispiel haben wir schon 2-3 Zeilen Code gereicht für eine eigentlich minimale Anforderung, um dafür zu sorgen, dass die ganzen Prinzipien von Clean-Code komplett auf den Haufen geworfen worden sind. Und halt um ehrlich zu sein, momentan ist dann der Zustand so gewesen, dass man nur sagen kann, im Englischen hätte ich gesagt, Clean Code ist Death, wie es auch genau gesagt worden ist. Auch das Clean Code eigentlich, wenn ich mich auf die Tools beschränke, gestorben ist. Und wenn ich jetzt natürlich einen Schritt zurückgehe und schaue, wie es dann in Programmiersprachen gelöst ist und was die Fähigkeiten halt haben, ist es total momentan so, dass zum Beispiel C-Sharp, jetzt auch in JavaScript, wer es richtig eingebaute Methoden oder Mechanismen gibt, um mit so einer Art von Problemen umzugehen, der C++ das aktuell nicht zur Verfügung stellt, ist es halt auch so, dass ich, wenn ich so eine Probleme halt habe, dort produktivitätsmäßig deutlich an der Programmiersprache halt hinterher hängen. Und wir haben am Anfang dargestellt, die Probleme sind normalerweise typisch für aktuelle Anwendungen. Wenn das C++ ein richtiges Problem halt hat, konnte ich einen Schluss zu verlieren. Wir haben jetzt nochmal nachdenken müssen, was eigentlich die Möglichkeiten sind, was wir machen können, und haben uns doch nochmal den zukünftigen C++-Standard angeguckt. Das ist mittlerweile schon doch ein Dreivierteljahr her. Damals war der Zustand so gewesen, dass es von Microsoft in Proposal gab, die
Await-Syntax, um es praktisch dem Programmierer zu erlauben, ohne den Thread zu blockieren, mit asynchronen Ereignissen umzugehen. Das ist aber schon mittlerweile überholt worden, die Art der Entwicklung. Mein letzter Stand ist, dass es aktuell zwei Proposals dort gibt. Event ist nicht mal ganz aktuell, das ist der Stand vom Dezember, Anfang Dezember zu dem Thema. Und zwar war da eine Diskussion, dass es eher eine Lohnmethode gibt, um das Ganze zu implementieren, was hier nicht weiterhilft ohne Bibliotheksunterstützung. Und es gibt eine weitere Implementierung, sogenannte Stack-Communities, die dort eher universelleren Charakter anbieten, aber auch noch eher relativ abstrakt gehalten sind, um logisch eine SQL-Methode oder Syntax auszuführen, wie es in sich herausgekommen ist. Das heißt, selbst wenn man das jetzt diesen Level im Standard erreichen könnte oder erreichen wird, irgendwas wird C++ garantiert passieren, wird es auf jeden Fall meiner Meinung nach noch die Notwendigkeit bestehen, da eine Hilfsbibliothek einzuführen, die halt auch den Entwickler dann aufbauen auf diesen Compiler-Fähigkeiten, die Möglichkeiten eröffnen, dass wir sie vielleicht in sein eigenes Programm einzubauen. Wir haben bei PCP sich dann erstmal gedacht, okay, wir nehmen zunächst erstmal alles, was da ist, und bauen eine eigene Bibliothek auf Basis des Existierenden. Und so eine Art Async-Await Funktionalität aus die Schraube zu machen. Ich hatte es ja schon gehört, da gehe ich immer noch rein, dass ich das genau aussehen könnte. Der Stichwort bei uns war praktisch diese Bibliothek. Und Basis ist gewesen, wiederum die Fußbibliothek mit. Wir haben Stack for Coroutines, wo der Autor gerade auch untergezweigt wird. Wo ist die Syntax? Wie folgt aussehen könnte. Aktuell haben wir gesehen, mit der C++-1-Variante war das Ganze richtig zielführend, das blockiert. Mit Hilfe der Bibliothek könnte es jetzt so aussehen. Dass man, wenn man das neue Keyword hier anguckt, aus der Future, aus dem Embedded praktisch, den Task macht und dieser Task aber die Fähigkeit hat, bevor jemand zugewiesen wird, das Skript rückgabe wird nicht mehr zu blockieren. Oder ne, den aktuellen Skript nicht mehr zu blockieren, Entschuldigung. Ich rufe also die Funktion ganz mal auf, mit der Variante halt hier höchstwahrscheinlich im Threadpool. Ich bekomme halt hier an der Stelle das Future zurück. Ja, also das Task-Objekt. Das Task-Objekt sorgt dafür, dass ich den Rückgabewert verarbeiten kann und benutzen kann, oder aber dass der ganze Thread blockiert. Also haben wir das Ursprungsziel eigentlich so schon erreicht. Es gibt jetzt alternative Syntaxen, die ich noch mal kurz zeigen will. Eine andere Variante ist nämlich dann hier, dass ich das Ganze mit dem Await explizit mache, das eigentliche Wappen an der Stelle. Und ich kann das auch ganz abkürzen, dass ich da jetzt nur mit diesem expliziten Await halt oder nur mit diesem expliziten Wort hier ausdrücke. Aber in allen drei Variationen ist es halt so, dass ich mir den Rückgabewert in mein aktuelles Thread reinholen kann, ohne dass das Thread das nur blockieren muss. Warum gibt es halt hier verschiedene Ausdrucksformen? Da komme ich später nochmal drauf zurück. Hat vor allem damit zu tun, was passiert, wenn ich meine eigene API schreibe, die erst sich asynchron verhalten soll. Da hat das habe ich verschiedene Stärken und Schwächen, die diese Syntax drin. Dann will ich vielleicht mal kurz darauf eingehen, was mich dieses Task-Objekt und dieser Beta-logische Teil macht, um dann das Verständnis ein bisschen zu vertiefen. Das Task, wir haben es gerade gesehen, man kann es grob beschreiben, dass es letzten Endes in der Beta benimmt. In dem Fall war das jetzt die Future aus der Boost-Library, aber eine Beta kann eigentlich letzten Endes alles sein, was in irgendeiner Art und Form wie das Ergebnis von der API-Aufrufung vom Server oder von der lokalen Berechnung aus der Zukunft liegen möchte. Das Tasking nimmt halt jetzt diese Metadaten und wir sind dann in der Lage, entweder dieses Ergebnis für später zu speichern oder halt explizit herauszuholen und den Thread zu blockieren. Ein bisschen andere Aufgabe hat es das Await. Das nimmt mehr oder weniger das Metadaten sofort auseinander. Gibt einen Rückgabewert zurück und sorgt aber dafür, dass der aktuelle Thread nicht blockiert wird bei dem Ganzen. So, und jetzt klingt das Ganze vermutlich mal erstmal ein bisschen
Deswegen will ich nur mal kurz erklären, wie das Ganze eigentlich funktioniert und was das Ganze anfreut. Das kann jetzt erstmal ein bisschen kompliziert klingen, für den, der es schon nicht damit beschäftigt hat. Aber wenn man es halt einmal ja, der Strom hat, ist es schön daran, dass eigentlich der ganze Rest von diesen 2-3 Makros oder 2-3 Befehlen, die es ringsherum noch gibt, eigentlich sehr leicht dann so verständlich und noch anwendbar sind. Aber keine Angst, wenn man sich klar verstanden ist, ist so schlimm. Kann man später noch nachlesen. Ich stufe einfach mal zu mir hier. So, ganz links sehen wir essentiell unser UI-Beispiel, da könnt ihr Message spielen. Und zum ersten Mal taucht ihr was auf, das heißt Task Dispatcher. Das ist so, ja, so die Nachrichtenverteilung oder das Management für unsere Library, die im Hintergrund dafür sorgt, dass die Dinge zur richtigen Zeit gemacht werden und die Sachen miteinander verknüpft. So. Die Message gut läuft, der andere macht irgendwas, benutzt die UI und irgendwann kriegt er halt mal auf den Knopf, der ist eine Bewegungssäule oder Ausdrucksäule, den er alles dann klickt halt hoch, ja, installiert und in den URL umwandelt. Und in dem Moment landen wir in unserem Message-Händler und rufen unsere asynchrone Funktion an. Die asynchrone Funktion ist jetzt schon so gebaut, dass sie sofort ohne Verzögerung ein sogenanntes Task-Objekt zurückschmeißt, erzeugt das Task-Objekt und liefert das weg, obwohl es aber eigentlich noch aktiv ist. Wir kriegen aber sofort das Task-Objekt zurück und das Gerät prüft halt nur in dem Task-Objekt, wie sieht es aus? Ist die Funktion eigentlich schon abgeschlossen? Oder ist es eigentlich ganz noch in der Luft und wir kriegen das Ergebnis auch erst in der Zukunft geliefert? In dem Fall soll es halt so sein, dass die Operation im Gang ist, das heißt, der Wähler sieht das und entbricht an der Stelle die aktuelle Funktion. Das passiert halt jetzt mit Hilfe von Coroutine, weil die Fähigkeit, liefern, dass wir praktisch den gesamten State der Funktion hier erstmal absichern können und springen von der Stelle aus der Funktion direkt zurück in die Message. So, die Message arbeitet jetzt weiter. Wir sind in der Lage, von den Nutzern halt weitere Events zu verarbeiten. Andere Arbeiter sozusagen aufzurufen. Irgendwann ist es dann soweit, dass praktisch die Funktion, die externe Funktion, die ihre Aufgabe halt erledigt hat. Das Ergebnis ist verfügbar. Wird dann halt hier an den Task-Dispatcher zurücksignalisiert, das Ganze ist da. Und der sorgt dann dafür letztendlich, dass die Ausführung von der Originalfunktion, dort wo man die zuvor in der Probe hatten, automatisch und implizit fortgesetzt wird, so als wäre nie irgendwas gewesen. Das Ganze geht dann hier weiter und wir verlassen die Funktion ganz normal, wie hier halt immer üblich. Aber jetzt kommt es jetzt, was ist strukturell grundsätzlich anders gegenüber einem Callback? Ja, der größte Unterschied ist, dass ich den Callback halt hier nicht mehr managen muss. Das heißt, hier taucht es irgendwo auf, dass ich das aufrufe und mich irgendwann zurückrufen lasse. Und das zweite ist, hätte ich jetzt hier ein Callback vereinbart, hätte ich den hier mit angeben müssen. Sprich, ich hätte ab der Stelle den ganzen Rest jetzt schon nur mit einer externen Funktion haben müssen. Also der größte Unterschied. Das ist jetzt bei einem, bei dem einfachen Beispiel sieht es noch nicht sehr wirkungsvoll aus. Aber wenn man halt Methoden hat, die halt aus 20 Callbacks bestehen, dann sieht man auf einmal den gigantischen Vorteil, den man da drin hat. Spätestens beim nächsten Refactoring. Das ist nochmal das Beispiel ganz von Anfang an genommen und das neu geschriebene Fähigkeiten, die jetzt da sind, dann vereinfacht sich das ganze Beispiel auf einmal auf eine Art und Weise, dass ich es halt auch zum ersten Mal auf die ganze Folie draufkriege und eine Folie eine einzige Funktion beschreiben kann. So kompakt ist jetzt die Darstellung, die wir jetzt erreichen können. Man sieht jetzt hier, jetzt machen wir das ganze Beispiel durch, beschreiben wir das Ganze auf die Temperatur. Wir laden das Bild hoch, wir holen jetzt die URL und jedes Mal kann ich das wirklich als einen Einzelnen aufschreiben, tue das ganze Skript zurück und wir sind dann fertig. Was man jetzt aber auch noch sehen kann, jetzt taucht hier noch nach wie vor ja, Teile der Sekunde liegenden Infrastruktur auf. Oder in dem Fall für die Sekunde liegenden Bibliotheken, die angewendet worden sind. Ich kriege ja richtig das Video wieder raus und es geht aber eben jetzt noch ein Stück besser. Wenn wir in dem Fall jetzt diese Task-Variante verwenden, dann kann ich von vornherein die Operation so definieren, dass die eigentlich nur sagt, ich bin asynchron und liefere eine Meta-Mail, aber
aber die Art und Weise oder die, der Typ des Available ist halt komplett verbogen. Das Ganze ist halt extrem customisierbar in der Bibliothek, dass es einerseits QT oder als Booster sein können, aber jetzt wäre es in der Fall, dass sie keine Grenze gestellt wird, wie es sein können. Es könnte halt genauso gut auch UI-Event sein oder Signal oder ja, Signalquellen. Also mögliche Zeit mit so einem Task einbringbar. Und auf die Art und Weise verschwindet dann der eigentliche Funktion, diese Technologieabhängigkeit komplett. Und das macht es dann in dem Schritt nochmal einfacher, das Ganze halt zu verstehen und auch weiter zu verarbeiten und zu refaktorieren, weil ich dann diese Abhängigkeit von den zugrundeliegenden Technologien noch wegführen kann. Also zusammengefasst, um das Ganze mal aus meiner Sichtweise zu betrachten, wir haben diese Availables, die uns vor das Problem stellen, dass wir die Ergebnisse abholen können müssen. Das schaffen wir jetzt mit dem, entweder mit dem Task-Objekt oder mit dem Await. Das Task hat dabei natürlich ein bisschen eine Art Twitter-Position, das gleicht sich eigentlich ein Available. Ich kann auch darauf natürlich wieder erwähnen. Wir haben den Task-Dispatcher. Letzten Endes muss ich halt nur dasselbe. Ich brauche dann in jedem Thread, wo ich das Ganze benutze, der braucht schon Task-Dispatcher. Aber wenn das Ding in dem Thread einmal transferiert worden ist, habe ich dann mit dem wieder zu tun. Das muss doch auch nicht sein, das funktioniert halt nicht. Und es gibt dann noch eine Art von Task-Factories. Die sind halt notwendig, immer dann, wenn ich in der Funktion asynchron, auf die Art und Weise asynchron programmieren möchte, muss ich die Funktion mit einem Kontext versehen. In dem Fall halt mit einem eigenen Stack. Und um das hinzubekommen, gibt es halt die sogenannten Task-Factories. Es gibt ja mehrere verschiedene, je nachdem, was für eine Art von Funktionen das halt sind. Da komme ich auch nochmal im Detail gleich dazu. Und zwar die einfachste Variante ist mehr Task. Die nimmt einfach ein normales Callable, das existiert. Das kann ja wieder ein Booster-Objekt sein oder einfach eine normale Funktion. Und erzeugt daraus den Task. Ein bisschen technischer betrachtet, fügt praktisch jetzt, wenn ich so will, ein eigenes Deck zu der Funktion dann dazu. Und ruft das Ganze sofort auf. Das wird halt sofort gestartet. Ist aber dann in der Funktion, bin ich aber in der Lage, praktisch diese ganzen Await-Tasks zu verwenden. Wie ich das möchte, ist doch kein Problem mehr. Es gibt, das war ein Beispiel, vorhin kam es kurz auf, aber auch eine andere Variante, die startet halt die Funktion oder das Callable, das kann ich nicht direkt, sondern macht halt wieder ein Callable draus. Also eine Art und Weise, dass das zum Beispiel, was herauskommt, nehmen kann. Du kannst in der UI-F registrieren als Event-Händler, für den Fall, dass jemand in der UI halt irgendwo hinklickt. Es wird praktisch erst dann ausgelöst, aber im richtigen Kontext, wenn jemand das Ganze wirklich explizit normal auslöst. Und eine dritte Variante, was momentan existiert, das haben wir uns ein bisschen bei JavaScript geguckt. Da gibt es eine Bibliothek, die heißt Zumpify. Und die ist dort dafür gebaut und auch bei uns in dem Fall dafür, dass ich das Ganze, die ganze Bibliothek verwenden kann, um das zu integrieren mit Legacy-Code. Also gerade bei uns war es so gewesen, wir haben mittlerweile eine Anwendung, wurde davon Callbits und die ganze Anwendung verstreut. Und es wurde natürlich das Ding bezahlen, wenn jemand daherkäme und sagt, wir wollen jetzt mal die ganze Anwendung umstellen auf eine Bibliothek und die ganzen Callbits ersetzen durch Aufrufe von Events und von Tasks. Und mit Hilfe dieses Taskifys gibt es eine Möglichkeit, dass ich halt aus Callbits direkt das Task erzeugen kann. Und auf die Art und Weise kann ich jetzt bei uns die Hotspots ersetzen in der Anwendung, die es in Callbacks halt gibt. Ich kann die erste Anwendung aber erstmal völlig unrefaktoriert lassen, wie es halt ist, und wirklich ganz gezielt bestimmte Stellen erstmal umbauen. Das Taskify, wie funktioniert das? Ich bringe eigentlich dort hier wiederum die Methode herein, die ich jetzt aufrufe. Und die normalerweise jetzt ein Callback von mir erwarten würde. Statt dem Callback übergebe ich aber jetzt nur einen Hinweis, wo der Callback eigentlich in der Methode halt steckt. Auf die Art und Weise ist dieses Template in der Lage, in der Funktion nachzuschauen, was für Callback wird eigentlich erwartet, und aus der Callback-Signatur automatisch das entsprechende Task-Objekt zu erzeugen. Auf die Art und Weise brauche ich den Callback nicht mehr direkt auszuprogrammieren,
So, der erstellt mir automatisch zur Compile-Zeit daraus einen Task, der genau zur Signatur für den Codebekannt passt. Auf die Art und Weise kriege ich dann das Task-Objekt sofort zurück und kann also in Ruhe ja, darauf warten, dass die Methode den Codeback über den Maus löst und daraufhin hat der Task das fertige Ergebnis. Der Codeback inzwischen ist dann komplett verschwunden, aber ich kann trotzdem mit APIs weiterarbeiten, die halt Codebacks liefern. Jetzt noch kurz übersichtlich, welche Videos wir momentan unterstützt. Eigentlich haben wir die alles schon als Beispiel gehabt. Es gibt halt die Variante Boost Future, ganz klar. Was auch unterstützt wird, ist die Variante Q-Future mit Q-Library, um mit Sohn-Sachen arbeiten zu können und Tasks selbst. Wir sind momentan da noch nicht drin, aber wir haben natürlich das sukzessive oder ergänzt, wenn wir dort weiter in Tempo einsetzen. Es gibt bei dem Task-Dispatcher leider auch das Problem natürlich, dass es eine Vielzahl von Message-Loops gibt und auch Thread-Modellen. Entsprechend haben wir jetzt auch schon mehrere Task-Dispatcher halt hier umgesetzt. Von der Aufwand sind die relativ simpel, relativ einfach. Aber ich muss halt einen anderen Task-Dispatcher halt verwenden, jetzt wenn ich einen Tube-Message-Loop nehme oder, oder wenn ich wenn ich eine Windows 32 Message Loop verwende, ich brauche jedes Mal einen speziell angepassten Task-Dispatcher. Da denken wir aber, mit der Zeit wird die Sammlung größer werden oder mehr oder weniger dann auch das meiste abdecken, was ja notwendig halt ist. Wir bestehen mit anzupassen, für spezielle Bedürfnisse ist ja halt nicht sehr aufwendig. Die Beispiele, die sind halt relativ klein, die bestehen nur aus wenigen Zeilen Code. Aber man muss halt dort wissen, ich nehme also Qt-Thread zum Beispiel, dann brauche ich halt dann den speziell dafür angepassten Task-Dispatcher. Wie gesagt, wir haben nur ganz kurz mal entwickelt. Ich starte den Thread, dann wird der Task-Dispatcher instanziert und das Ganze läuft dann vollautomatisch weiter. So, also wie gehe ich vor? Der Task-Dispatcher wird halt angelegt. Ich kann daraufhin halt die Funktion, in der ich das Ganze halt anwenden will, mit Hilfe von dem Task aufrufen. Dafür benutze ich die Task-Factory. Und sobald ich einmal so einen Kontext geschaffen habe, kann ich dann Await und Task oder die Task Factory beliebig weiter verwenden. Dem Ganzen sind nur keine Grenzen mehr gesetzt. Ich zeige mal das Beispiel, was halt dann größtes möglich ist. Und wir haben eigentlich das, was wir am Anfang halt das ganze Problem, was wir identifiziert haben, auf die Art und Weise bis hierhin jetzt gelöst. Wir können halt jetzt wiederum diese Methoden. Ja, könnte ich dann anwenden, Programme anschreiben, die vorher völlig zerfiltert unsere Codebekannte geführt haben, wieder zum Programm schön einfach runtergeschrieben werden können. Und wir haben uns festgestellt, dass eigentlich dort auch die reine Codierarbeit teilweise um 50-30% halt, auf 50-30% runtergeht. Ein Haufen, jede Menge Glühcode verschwindet halt einfach. Und auf der anderen Seite sinkt halt auch extrem der Aufwand, den ich halt brauche, um die ganze Software machen zu können. Wir haben gerade heute mit dem Beispiel gehabt, dort ist der Code noch nicht umgestellt. Mit dem Ergebnis, dass ein Stück Code, wo halt jede Menge Codebacks drin gewesen sind, refaktoriert worden sind. Und nach dem Refaktoring gehen halt der zweite Entscheidung funktioniert nicht mehr. Die Unit-Tests gehen nur zu 80% halt durch. Und die Fehler zu finden, das hat ungefähr einen halben Tag immer gedauert. Und wo wir uns das Problem angeschaut haben, es war halt die Ursache eigentlich gewesen, dass der Entwickler das umgestellt hat, Sachen übersehen hatte, an die er hätte denken müssen, er hat vielleicht oben der Anwendung oder oben in dem CPP-File was geändert, hätte aber an Sachen denken müssen, die am Ende von dem CPP-File standen. Letzten Endes ist das auch geschuldet, dass die Codebacks das Ganze völlig zerflattert halt haben. Im normalen Leben hätte es halt auf die Art und Weise erfindet und alles wirklich keine Chance gehabt, die Probleme zu übersehen. Das ist wahrscheinlich besser gar nichts passiert. Hätte jetzt völlig mit der, ich fast den ganzen Tag Arbeit gespart. Das ist doch schon möglich zu haben. So, was könnte die nächsten Schritte halt sein, wenn ich da ein bisschen das Interesse halt wecken könnte? Das Einfachste natürlich, das Ganze ist auf GitHub öffentlich verfügbar. Sich die ganze Bibliothek halt einfach mal zu schnappen und die Unit-Tests vielleicht einfach mal zu
einfach geschrieben und so geschrieben, dass einerseits durch die Bibliothek abtesten, aber andererseits auch, dass die ein gutes Beispiel die können, um zu zeigen, was eigentlich mit dem ganzen Ding halt auch möglich ist. Da ist kein Unit-Test länger als 3-4 Zeilen und zeigt eigentlich so ziemlich einfach, was alles dort geht und wie ich das Ganze anwenden kann. Die Bibliothek selber halt besteht aus zwei Teilen. Wir haben halt dieses eigentliche Kern, dieses Core-Assembly von CPP. Das Ganze, wie gesagt, setzt allerdings die Boost-Library in der vorletzten Version voraus. Die Qt-spezifischen Erweiterungen, die wir vorhin gesehen hatten, sind nochmal eine extra Library rausgezogen, um halt die Qt-Abhängigkeit nicht im eigentlichen Kern drin zu haben. Und das Ganze wird begleitet halt von entsprechenden Unit-Test-Libraries, die mit Google-Test implementiert sind. Wir sind noch dabei, das in unsere Anwendung produktiv zu übernehmen und denken danach mit genug Erfahrung mit einer Version 0.10 zu veröffentlichen. Ein paar Sachen zur Roadmap, die wir uns vorgenommen haben. Das eine ist natürlich, wir wollen weitertreiben oder machen es zwangsweise, weil wir ein bestehendes Projekt integrieren, dass wir das Ganze mit Legacy Code besser integrieren können. Es soll mehr Editables geben. Auch von Netzwerksachen scheint es so zu sein, die wir intern auf Computer verlegen, um die einfach besser kapseln, besser nutzen zu können. Es gibt mehr Task Factories. Also zum Beispiel ist es hier durchaus denkbar, dass ich zum Beispiel gerade Qt ist halt so ein Kandidat, die arbeiten halt eigentlich grundsätzlich nur mit Signalen und nicht mit Events. Und es spricht echt nichts dagegen, so ein Signal sich von Qt verschnappen und das auch wiederum in Task und umzuweiten. Also sprich zum Beispiel, wenn man sich die FTP-Suche einfach denkt, wo irgendwann ein Signal verarbeitet werden muss, ich bin verbunden, darauf geht es weiter. Ich kann das Signal eben einfach dann in so eine Factory reinstecken und auch mit so einem Signal in Sequenz runterprogrammieren. Man könnte sogar so weit gehen, dass ich sogar die ganze UI, auf die Art und Weise die ganzen Events, die von der UI kommen, in Task stecke. Scheint aber noch nicht ganz so sinnvoll zu sein. Weil dann hätte man auch nicht so ein großes Switch Case wie die ganzen Events. Das ist vielleicht nicht so der Vorteil. Aber es gibt so Mischkonstellationen, wo auch das sich halt schon richtig lohnen kann. Und nach Bedarf kann man messlich Patches hinzu. Auf jeden Fall von Windows 32, von Windows 32 ist es und extern dafür. Letzte Sache, die reinkommen soll, das sind Makros, um aus einer Art erwähnt.any, erwähnt.org ausdrücken zu können. Das löst das Problem, wenn ich jetzt eine ganze Reihe von parallelen Sachen losgetreten habe. Ich habe 5 Aktionen gestartet oder ich habe 5 verschiedene Web-Requests, ja, das war das einfachste Beispiel. Die laufen alle los und ich brauche aber das gesamte Ereignis, wenn die zum Beispiel alle fertig sind. Dann wird es momentan ein bisschen schwierig, das auszudrücken und dafür gibt es auch dann so eine Schlüsselbutter, wo ich zum Beispiel einfach sagen kann: Okay, ich warte, bis die alle fertig sind und dann geht es eben weiter. Und ich habe eben verstreute Signalquellen, auf die ich warten möchte. Das wäre der Fall zum Beispiel mit einer UI, die halt 3 Events halt auslöst. Ich könnte sagen, ich warte auf das Erstbeste, was kommt, und mache dann halt weiter und gucke, was denn gewesen ist, und kehre dann wieder zum Warten zurück. So, was jetzt noch bleibt, eine Aufgabe für alle anderen, das Projekt halt auf GitHub zu verfolgen und zu besuchen. Fleißig rumzumeckern, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn irgendwas halt fehlt oder irgendwas völlig unlogisch und doof ist. Und der schönste Anteil natürlich dann auch das Ganze so weit zu durchdringen, dass halt Fehler reportiert werden können oder vielleicht sogar neue Message-Dispatcher oder neue Metabits sogar hinzukommen. So, das war's nicht so weit von meiner Seite. Stand für die Aufmerksamkeit. Fragen gerne jetzt oder gerne früher? Ja. Fragen gerne jetzt. Wie viele Salzmanner werde ich mal losgetreten? Wenn ich jetzt mal ein paar Spaß schaffe? Da wird gar nichts mehr losgetreten. Es ist halt so gebaut, dass statt einem extra Stack angelegt wird. Das
nur dafür da, dass praktisch der Kontext für eine Funktion, wenn ich sowas lostrete, wo der Kontext der Funktion gesichert ist, extra Speicherbereich, das Deck wird praktisch gesichert. Und der Original-Thread wird einfach weiter ausgeführt. Und es ist halt an den Coroutinen zu verdanken, dass der Original-Thread am Ende halt wieder weiß, wo die vorher verlassene Funktion wieder weiter vorantreiben muss. Wie wird denn das signalisiert? Also wie wird dem Thread, der das in den Ausführen soll, signalisiert, dass er jetzt anderswo wieder hin muss? Weil er hat ja auch andere Aufgaben, wenn er erstmal raus ist aus dem Kontext. In dem Fall ist es technisch so gelöst, dass der Kontext von der Coroutine mit dem Thread-Log ist durchgeschlagen. Das ist wieder halt wie eine Art Stack, aber das Thread-Log kommt. Und wenn ich halt jetzt sage, ich verlasse den aktuellen Kontext, dann weiß der anhand von diesem Stack, wohin er halt zurück muss. Und wenn du dann später sagst, okay, ich will halt wieder da rein, guckt er halt dort auf die Anweisung halt nach. Was war das letzte Backup, ich halt rein will? Ich spiele halt auf die Anweisung halt wieder rein. Okay, musst du das abfragen, ob du weitermachen kann, oder kriegt er das irgendwie signalisiert? Da wird explizit aufgefordert dazu. Also es kommen halt dieses Tagsüber zum Beispiel, das versteckte Symmetrik, das ist aber leicht gefällt. Und wenn das fertig ist, dann ruft das Porsche eine explizite Funktion halt auf. Und die sorgt dann dafür, dem Ding das zu realisieren. Okay. Also das, was wir am Anfang hatten, wo das Boost Future, wo ich diese nächste Struktur halt gehabt habe, das wurde dann aber trotzdem verwendet. Der meldet nur, dass wir dort halt Porsche die eigene Signalisierungsfunktion anmelden, statt eine spezielle Funktion vom Programm selber. Ja. Und der signalisiert dann zurück, hier gucken wir weiter, dass der den Kontext wieder herstellt. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil wie soll denn der Thread, der da mit dem Array weggelegt ist, was tun, wenn er kein Thread dazu hat? Nee, das Thread ist nach wie vor da und da drin läuft ja dann der Task-Dispatcher nach wie vor. Ja, richtig, aber der ist ja dann beschäftigt, der ist ja dann in einem anderen Kontext und läuft dort weiter. Und der läuft weiter. Wenn jetzt meinetwegen irgendein Netzwerk aufgerufen hat, der blockiert ist und der kriegt irgendwo das Signal, okay, jetzt geht's weiter. Ja. Kriegt er das ja aber nicht der Thread selber. Oder? Oder er kann ja in dem Moment nichts damit anfangen. Ja doch, der Hauptthread. Der Hauptthread setzt voraus, dass der nicht irgendwie riesen Algorithmen gerade ausrechnet, dass dort die Message schon bald wird. In dem Fall die Message schon. Jetzt in der Task bescheid, dass die ganze Zeit läuft. Das heißt, der kriegt dann irgendwann ein Event von dem Task, was sagt, hier kümmere dich wieder um das Ausführen von der beiseite gelegten Coroutine. Wenn der blockiert wäre, der Hauptsache geht es natürlich nicht, dann wird erstmal abgehauen, was du machst. Aber normalerweise wartet ein paar Stunden wieder der Task, schon darauf, dass irgendjemand sagt, hier, sie kann weitergehen, und dann geht es wieder weiter. Das heißt, das ist sozusagen aber auch eine Anforderung an den Task-Manager, dass der das auch nie ganz richtig unterstützt. Ja, da muss es halt das geben. Das ist halt auch so gebaut, dass der Anbieter uns auch für alle möglichen Threads halt auch annehmen kann. Und auch, dass die, wenn ich zum Beispiel so eine asynchrone Funktion aufmache von Boost, dass dann das Ergebnis trotzdem im Original-Thread wieder halt angeliefert wird. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, weil normalerweise ist es halt so, dass dieses das Boost passiert, das halt nicht garantiert, in welchem Kontext ich eigentlich den Comeback bekomme, diese Comeback-Meditation. Und wir haben es aber so gebaut, da einfach, also aber es gibt vielleicht Spezialfälle, wo es performanter wäre, in dem Ziel-Thread gleich zu bleiben, aber in fast allen unserer Anwendungsfälle so gewesen, dass wir es auch im Original-Thread zurückbrauchen, um nicht nur anfangen zu müssen, die ganzen States und die Seiteneffekte mit Logs abzusichern. Deswegen transportieren wir das ganze Ergebnis gleich zurück in den Original-Thread, dass ich mich darauf verlassen kann, wieder um mich nur im Thread zu bewegen. Vermeide ich das auch mit irgendwie blockiere oder so, also dass mir tatsächlich irgendwie doch ein wesentlicher Anteil des Programms irgendwo in der Dispatcher schreibt. Oder ist der gar nicht explizit vorhanden? Also wird der schon durch die Generierung oder sowas automatisch schon in einem Thread getan? Das ist dann eigentlich Programmierdisziplin. Also das war jetzt kooperativ. Wenn ich dort aus Versehen Sachen aufrufe, die halt nicht zum Dispatcher zurückkehren, hat er keine Chance, weil wir nicht im Compiler drin stecken, um das irgendwie unterbrechen zu können. Also wir haben teilweise Sitzhalter und Log-Ausgaben drin, die haben uns dann in der Warnung in den Log rausgepumpt, aber das ist nicht in der Bibliothek drin, die halt dann rummeckern, wenn dann
Task. Also wenn die relativ homogen sind, dann verhältnis sich der Hitler um jeden Task. Und dann die Frage, wie lege ich den aus? Also rede ich jetzt von einem 100-fachen, von einem 1000-fachen oder so? Und wie klein muss ich jetzt an die Task denken, dass da wirklich ein Vorteil bei entsteht? Weil bis zu klassischen Projekten oder so. Also auch also eine Ausführungsgeschwindigkeit, nicht nur eine Code-Komplexität. Ja und ja. Also wenn ich die Sachen auslaufe, habe ich ja zwei Gründe halt dafür. Das eine ist halt, ich habe halt jetzt starke CPU lassen, die ich deswegen halt im Svenpool zum Beispiel auslaufe, im ExpressRite. Und das andere ist der Anwendungsfall, dass ich asynchrone APIs konsumieren will. Also da habe ich zwei verschiedene Fälle. Das eine ist halt, da warte ich halt nur und die Aktion passiert vielleicht irgendwo im Internet, wo ich aber gar keine Last habe. Und der zweite Fall ist halt, ich muss mich um Svenpool kümmern und muss es halt dann da reinschieben. Jetzt wieso nicht gerade bestätigt eigentlich, was du da was du fragst. So viel später nochmal für diskutieren. Was passiert, wenn das Ergebnis gar nicht kommt? Dann bleibt ja der Kontext hin. Wird er dann irgendwo kommt dann, wird er dann aufgelöst, wenn irgendwo ein Timeout kommt? Oder? Also momentan ist es so, dass der dann bis zum Programmende da bleibt. Wenn das Programm dann sich beendet, wird es wieder zurückgeschmissen. Da wirst du nichts reingebaut. Also, wir haben da angedacht, dass wir einen Timer vielleicht mit reingeben können. Das ist ein Aufrufer. Das Ganze halt mit Ziel abbrechen, um die Kontrolle zu haben, weil wir dann die Basisfunktionssache nicht mehr für Entwicklung. Das heißt, entweder wird die ausgelagerte asynchrone API von selbst nach dem Timer zurückkehren und sagen, ich habe kein valides Ergebnis und jetzt kümmere ich drum. Dann kämen wir aber was mit dem. Ja, dann kämen wir was. Oder ich habe halt einen Datenmüll. Ja. Also wenn das etwas passiert, hört sich das dran. Aber Problem ist das gleiche, wenn ich halt Codex habe. Momentan muss ich mich darum kümmern, was passiert, wenn er nichts tun kommt. Die Frage ist an sich bin ich auch berechtigt, was passiert, wenn ein alter Thread eben nicht mehr, eine alte Task eben nicht mehr abgearbeitet werden kann oder so. Wie unterscheide ich die relevanten Fehler? Für die folgenden Tags, insbesondere was den Zustand angeht, zu dem Zeitpunkt, was ich aufgerufen habe, kann ich irgendwo Trennstellen einbauen, zu sagen, ab hier haben der Task nichts mit dem alten Feld zu tun oder so. Der ist unabhängig davon. Insbesondere bei starker Nutzerinteraktion, wenn der dreimal draufsteht, und sich der erste die Minute auflöst und die Aufgabe eventuell schon obsolet wurde oder so. Gibt es solche Möglichkeiten? Ja, wenn es so eine Sache gibt, die sich halt dort irgendwie überholen können, wenn es direkt an der API oder der Rest vom Designer zulassen. Also entweder das Programm kann damit umgehen, dass es halt die Ergebnisse sich überholen und verschiedene Schritte zurückkommen, aber es ist ja ein Problem von den externen Ressourcen oder der API, die ich halt benutzt habe. Entweder das Programm kann damit umgehen und komme ich durcheinander, oder ich muss ein Programm halt von der Sequenzialisierung von diesen Sachen halt so. Also wir haben so eine Sache, wo es halt zum Beispiel drin, dass ich dann auch gucke, sind Aufrufe nach außen unterwegs, mit einem bestimmten Ziel. Und falls ja, hängt sich dann zum Beispiel der Aufrufer mit in das Ergebnis dran, was halt dazu kommt. Aber da ist das die Bibliothek keine Hilfestellung, das ist ja eigentlich Sache vom Entwickler. Einfach ist natürlich dann, wenn das Programm so gestaltet ist, dass einfach mit allen Arten und Reihenfolgen von Ergebnissen zurechtkommen kann. Das ist eine schönste Frage. Also sind die Standard-Dispatch dann vorgesehen, den Stack zu löschen oder? Nee, der Stack, der hängt dort an den Task-Objekten teilweise mit dran und wenn die wechseln, ist halt das Deckung weg. Task-Pitcher selber hat das, kriegt halt bloß die Zeit auf die ganze Zeit reingereicht und verwaltet die auch nicht. Könnt ihr Exceptions mit zurückgeben? Exceptions gibt es immer zurück. Also die kann ich auch doppelt angeben und das haben wir uns abgeguckt von Use Futures. Das Ding, dieses Task, das Task-Objekt, also ganz auf Task gesprochen, ist aber technisch nicht ganz korrekt. Also man kann sich so vorstellen, das Task-Objekt speichert halt das Ergebnis von der Funktion, die da irgendwo ausgeführt worden ist. Und wenn ich darauf zugreife, indem ich halt explizit den Inhalt halt raushole, dann muss das Ergebnis drüber liefern. Das Ergebnis kann aber einfach ein Terminal sein, was ich dort, also dieses Date, das ich halt abgeholt habe, das kann aber auch eine Exception sein. In dem Fall, wenn ich darauf zugreife, berufen werden bitte. Auf die Weise kann ich mir aber Exceptions halt ja, aus anderen Threads zum Beispiel zurück in meinen Original-Thread eintragen. Das funktioniert selbst bei dem Task-Effekt mit den Codebacks.
Also das geht davon aus, dass es halt Callback-APIs gibt, die eine Funktion zurückrufen, also entweder eine Funktion zurückrufen können, oder eine Funktion, eine Fehlerfunktion zurückrufen können. Das gibt es teilweise, manchmal kennt es auch so JSON-APIs, da habe ich immer die Möglichkeit, ich kriege halt einen Callback zurück für den Erfolgsfall und einen Callback zurück für den Fehlerfall. Und da haben wir es teilweise dran gearbeitet, das hat er gemacht. Das heißt, im Erfolgsfall kriege ich das Ergebnis zurück und liefere es als Gemeinde zurück. Im Fehlerfall liefert ihm halt einen Fehlerpunkt und wir liefern es intern als Exception wieder aus. Auf die Art und Weise wird es halt sehr schön alles integriert bei den Fehlerpunkten. Mal noch eine Frage, und zwar zu dem Architekturdiagramm zurückgehen. Nee. Noch? Oder ist okay? Das ist gut. Genau das. Was? Also jetzt QT ist teilweise das Boost. Also wenn ich mit QT arbeite, mache ich doch dann wahrscheinlich eher, dass ich mit Q-Threads arbeite, statt mit Boost-Threads. Wäre es dann nicht sinnvoller, sozusagen den Kern zu nehmen und den einmal mit Boost-Threads laufen zu lassen und einmal mit QT-Threads, anstatt den Nutzer zu zwingen, dass er beides zur Verfügung hat? Ach so, nee, muss er nicht. Was er nehmen muss, auf jeden Fall den Kern. Und der setzt aber Boost nicht aus wie Thread voraus, vor allem wie die Coroutine. Dafür gibt es noch nichts in der QT. Die Threads von Boost werden bloß dann genommen, also sie werden schon durch ein Template angezogen, wenn ich diesen Task-Catcher für den Verstauungsthreads einsetzen würde. Wenn ich das nicht mache, kann ich auf die Thread-Library zumindest die Verzicht einstellen. Ansonsten intern nimmt er halt, wenn es tatsächlich verwendet. Wir haben bloß diese Adapter drin, diese Task-Catcher, um mit den Threads interagieren zu können, aber sie von der Threads-Liste ist nicht abhängig. Und zwar sind wir gerade bei PC Wissen dabei, dass wir unsere interne Umgebung, momentan nehmen wir noch Visual Studio 2008, wir ziehen unsere interne Umgebung aber komplett auf Visual Studio 2013 durch. Und das heißt, dass wir jetzt intern einfach ein bisschen schulen und uns überlegen müssen, dass wir wirklich alle jetzt ja, eigentlich auf den Zugang aufspringen können. Was bietet eigentlich C++11 gegenüber halt C++, wie es halt vorhanden ist. Und das haben wir intern jetzt, das macht bei uns der Stefan. Eigentlich eine kleine Präsentation, einen kleinen Kurs, wo wir einfach zeigen will, was bei C++ neu zu dem bisherigen C++ dazukommt. Was eigentlich das Schöne daran ist und was davon von wie am tiefsten halt einsetzen kann. Ich habe so einen Spruch gelesen, wo so ein Haushalt gehört von dem Austausch, der gemeint hat, eigentlich ist C++1.1 eine komplett neue Programmiersprache. Und da haben wir uns überlegt, na gut, und das ist halt logisch, und bei uns die interne Entwicklung halt sofort von uns bringen kann, muss halt nur so einen Hauptschlag erfolgen. Und das haben wir am 3. Montag am Abend zum Sieg halt vor. Und wer es nicht hat, ist der Kapitel da zu uns zu stimmen.